Hi Folks und herzlich willkommen zum aktuellen Loot Chest Unboxing mit mir, mit eurem Bernie81. Zuerst einmal möchte ich mich, auch wenn ich eigentlich gar nichts dafür kann, möchte ich mich einmal bei euch entschuldigen, dass dieses Unboxing erst so spät kommt. Aber ja, es ist alles irgendwie ein bisschen chaotisch gelaufen. Die schöne Box, die ich hier liegen habe, die war nämlich schon für Samstag angekündigt. Mit E-Mail, alles drumherum, wunderbar. Ich war Samstag im Stadion und dachte mir, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Wenn die Box dann Samstag kommt, dann machst du irgendwie Sonntag das Unboxing, dann kannst du es Montag raushauen. Flöte piepen, war nix. Die Box ist Samstag aus welchem Grund auch immer nicht gekommen. Die kam am Montag und leider war niemand hier im Haus da, um diese Box anzunehmen. So, die lag dann also bei der Post. Gestern, am Dienstag, wollte ich sie abholen. Die schöne Box, ja, war auch wieder nix, weil die Post nämlich Betriebsversammlung hatte. Ja, heute ist Mittwoch, jetzt habe ich sie endlich. Und ich will auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumlabern. Ich will sie endlich auspacken, denn ich bin super gespannt, was da drin ist. Ich weiß wirklich noch nix. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Das Einzige, was ich weiß, dass die Box, denke ich mal, ziemlich gut ist, denn der gute Mirko von Mirkos Kosmos, der hat dieselbe und der hat in seinem Thumbnail einen auf den hier gemacht. So, und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass diese Box gut ist und mich jetzt so ein bisschen darüber wegtröstet, dass ich sie erst so spät in meinen Händen halten kann und sie mit euch zusammen aufmachen kann. So, jetzt geht's endlich los. Meine Güte, das ist immer das Blöde bei diesen Lootboxen, dass man sie natürlich gerne so zeitnah wie möglich aufmachen möchte. Aber wie ihr seht, das klappt nun mal leider nicht immer so. Ist aber auch egal. Hauptsache, sie ist jetzt endlich da und der Inhalt macht mich froh. Schauen wir mal. So. Das erste, was ich sehe, ist das T-Shirt. Es ist ein schwarzes T-Shirt. Ich kann aber noch nicht wirklich erkennen, was das darstellen soll. Das schauen wir doch jetzt mal zusammen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich sehe ein Pferd. Okay. Grey Pilgrim Brewery. Wandering Wizard with Air. Das ist wohl Gandalf, der Bock hat auf was zu trinken. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Bah, puh, das riecht ganz schön heftig. Okay, also grundsätzlich erstmal ganz lustig. Ist okay. Also ist jetzt nichts, was mich mega wegflasht, aber gut, lassen wir es erstmal da liegen. Dann haben wir hier etwas, das ist mal wieder etwas für einen Snack-Check. Und zwar haben wir hier etwas von Runtime. Ein Original Next Level Meal, ready in 60 Seconds. Was ist denn das hier überhaupt? Das kenne ich von meinen Freunden von Nerdstar. Die haben nämlich Runtime als Partner. Und das ist irgendwie so ein Shake. Also, ich weiß auch gar nicht, würde jetzt gerne mal wissen, was das hier für ein Geschmack ist. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall macht man sich daraus irgendwie ein Shake und dann ist das ein Meal. Okay? Gut, ob ich das irgendwann mal ausprobiere, weiß ich nicht. Finchi, falls du das Video siehst und Bock hast auf einen Snack-Check, dann würde ich dir das zukommen lassen. Außer ich habe so einen Hunger, dass ich das gleich noch irgendwie weghauen muss. Aber ich denke mal eher nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, jetzt, ich habe eben nämlich doch ein ganz klein bisschen gelogen, denn ich habe mich tatsächlich doch ein bisschen gespoilert. Und zwar war das dieser Artikel hier. Diese zwei Artikel, das sind nämlich Star Wars Duftbäumchen. Und jetzt weiß ich auch, warum das T-Shirt so heftig riecht. Boah, ohne Witz. Alter, was zum Teufel.
Die sind verpackt, ihr seht das, aber die haben komplett durch die Verpackung hier alles verseucht. Das Zeug stinkt hier wie Sau. Boah, das ist echt extrem. Okay, heftig. Da kommt aber auch eine Duftwolke raus, meine Fresse. So, wir machen mal weiter. Und zwar haben wir hier etwas, was wir schon mal in einer Box hatten, nur von einem anderen Franchise. Und zwar haben wir hier Otaku Mini Poster. Dieses Mal sind das zwei Mini Poster von Arrow. Ich werde die jetzt mal nicht auspacken, weil ich persönlich überhaupt keinen Bezug zu Arrow habe und die dann höchstwahrscheinlich verlosen werde. Und damit da nichts irgendwie geknickt wird oder so, lasse ich die einfach mal hier in dieser Verpackung drin. Okay, so. Dann haben wir hier jede Menge Buttons. Und zwar von Destiny. 6 Destiny-Button. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch leider nichts mit anfangen, weil ich habe mit Destiny nichts am Hut. Ich habe die Open, beziehungsweise Open, Closed Beta, weiß ich gar nicht mehr, vom zweiten Teil mal angezockt. Hat mich nie mitgenommen, deswegen sind auch diese Buttons hier nichts für mich. So, was haben wir denn jetzt? Ja, heftig, Geilon. Und zwar haben wir hier ein kleines Spielzeugauto und das ist der Bully vom A-Team. Heftig geil, wie Hammer. Das ist natürlich super, super cool. Eine Serie aus meiner Jugend und jetzt habe ich den A-Team Bully hier in klein. Das ist ja geil. Das ist natürlich mega cool. Und zwar ist das laut dieser Verpackung Luchess exklusiv. Mega nice. Also das bockt auf jeden Fall mächtig. So, wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben jetzt noch ein richtig cooles Item. Und ich bin mal gespannt, ob das das Plus-Item ist. Ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar haben wir ein It's-a-me Super Mario Badetuch. Das packen wir jetzt mal aus. Das gucken wir uns jetzt mal an. Auch wenn ich dann wahrscheinlich gleich hinter diesem Badetuch verschwinde. Aber das ist natürlich ein perfektes Item. Denn wir haben jetzt April. Draußen scheint die Sonne. Und es geht jetzt so langsam, aber sicher, hoffentlich, auf den Sommer zu. Und also was gibt es Cooleres, als dann mit so einem richtig fetten Badetuch hier an das Wasser zu gehen. Und zwar haben wir hier den guten Donkey Kong. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu zeigen. Hier sind Bananen. Und dann haben wir hier halt den Donkey Kong. Hier unten steht es nochmal. Super, super geiles Badetuch. Das wird jetzt wahrscheinlich alles hier verdecken. Aber das ist mal wirklich mega geil. Das ist richtig cool. Das war's dann. Ja, jetzt schauen wir mal zusammen hier ins Lootbuch vom April. Okay, so, wir haben einmal das T-Shirt mit dem Wandering Wizard im Marktpreis 14,95. Das Handtuch Donkey Kong Loot Chest exklusiv für 19,95. Die Destiny Button 4,95. Die Otaku Mini Poster von Arrow sind wir bei 4,95. Dann haben wir die Lufterfrischer für 2,95. Das Runtime Next Level Meal 3,50 €. Der Van, der ist das Plus-Item im Übrigen, der A-Team Bully, für 12,95 €. Das war's. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt. Ja, ich werde es auch gleich noch sagen, aber ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was
euer Highlight-Item aus dieser Box ist und welches Item geht gar nicht. Also was findet ihr komplett unnötig? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mein Highlight-Item, muss ich ganz ehrlich sagen, ist... es ist schwierig. Es ist das Handtuch. Finde ich mega geil. Ich finde es wirklich richtig cool. Schönes Item, schönes Motiv. Sehr, sehr cool. Was gar nicht geht aus dieser Box, sind diese Lufterfrischer. Weil ohne Witz, erstens riechen sie komplett scheiße und dann riechen sie sogar noch durch die Verpackung durch. Boah, nee, geh mir weg. Brauche ich nicht. Echt. Das war's. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, denkt doch einfach an den Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Wenn ihr demnächst keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert auch bitte die Glocke, denn sonst geht mein Video vielleicht irgendwo bei euch in der Abo-Box unter und das wollen wir ja nicht, oder? Glaube ich nicht. Also, macht's gut, ich bin raus und kleiner Spoiler, morgen gibt's dann schon direkt das nächste Unboxing einer Lootbox. Also, einfach meinen Kanal, meine Social Medias im Auge behalten, dann verpasst ihr auch nichts. Macht's gut, wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Ich bin raus. Ciao, ciao, euer Bernie81. Tschüss!